Willkommen zurück bei Conny Pure. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich mal so ein Hühnchen gemacht habe, was sous vide vorgegart war. Das war damals von der Firma R&F und ich bin inzwischen sowas von begeistert von der ganzen Angelegenheit, dass ich wieder ein Päckchen bekommen habe und mit dem Päckchen gleich den Tobias dazu, nämlich den Geschäftsführer von R&F. Tobias, Martini naht und du hast mir was mitgebracht. Genau, ich habe Martini-Gansl mitgebracht, sous vide gegart. Da fällt mir jetzt gleich schon was auf, da lese ich jetzt hier Weidegans und ich glaube zu wissen, dass wenn eine Gans wirklich auf der Weide fressen drauf, sprich Schnecken, Käfer und Würmer und so weiter, hat sie mehr Omega-3-Fettsäuren. Ganz genau. Gänsefett wird nämlich schwer unterschätzt, aber da kommen wir später noch dazu. Was nehmen wir denn jetzt da von den Stückerl? Wir haben hier drinnen eine ganze Weidegans, die wird im Endeffekt geviertelt, weil man hat zwei Brust mit Flügel dazu und ein Keulenstück. Das heißt zwei verschiedene, jeweils vier Stück. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen einmal Brust mit Flügel und ein Keulenstück, sodass wir beide Teile gut sehen können. Okay, du suchst aus. Wunderbar. Die zwei? Die zwei? Alles klar. Die zwei werden's. Cool. Jetzt gleich aufschneiden? Ja, aber vorher noch ins warme Wasser geben, damit wir das Gänsefett verflüssigen können und dann damit auch ein bisschen was anfangen, weil man kann nämlich leckere Sulzen daraus machen. Das ist ja ganz was Hochwertiges, das Gänsefett. Und wie man sieht, hier ist das Ganze geliert und tritt aus dem Fleisch aus. Okay. Das wird aber quasi im Beutel drinnen und das kann man ganz leicht, wenn man es vorher ein bisschen erwärmt, im warmen Wasser dann ablassen und wie gesagt Sulzen machen, Soße dazugeben. Also auf keinen Fall. Wäre schade, wenn man es weglernen würde. Dann rein ins warme Wasser. Ja. Was mir da jetzt eh gleich wieder auffällt, ist das lange Haltbarkeitsdatum hier bis Ende Dezember. Das wäre deswegen auch super, man könnte sich jetzt mit Martini-Gansl eindecken und für Heiligabend ganz schön ein Gans machen. Genau, ist 10 Wochen haltbar im Kühlschrank und in 20 Minuten fertig, also auch perfekt für Heiligabend zum Beispiel. Gibt es jetzt einen Trick, wie man das jetzt aufschneidet, ohne viel Sauerei? Ja, gibt's, soll ich es dir zeigen? Bitte. Im Endeffekt schauen, dass oben ein bisschen Platz ist, damit ich schön schneiden kann. Jetzt leeren wir das Fett raus, das wir erwärmt haben. Einfach da am besten ein bisschen halten, schön fixieren, dass die Gans nicht nachflutscht, sozusagen. Okay. Und das wird nicht wieder passieren wahrscheinlich. Und nur das Fett rauskommt, genau. So, das würden jetzt natürlich viele einfach weghauen, weil sie glauben, dass das böse, böse Gänsefett. Ewig schade. Ewig schade, ganz genau, weil nämlich Gänsefett besteht zu 50% aus einfach ungesättigten Fettsäuren. Das sind die gleichen Fettsäuren, die im Olivenöl drin sind, genau, und dann noch einige mehrfach ungesättigte Fettsäuren, also wirklich ein Fitmacherfett. Aber Tobias, es kommt natürlich immer sehr stark darauf an, glaube ich, wo das Vieh auch herkommt. Ganz genau. Im Endeffekt auch, was es dann ist, weil wo es herkommt und wie es aufwächst, das muss man darauf achten. Unsere Gansl kommen, österreichische Weidegansl vom Tietz in der Steiermark, da wissen wir einfach, was sie essen, weil was sie essen und wie sie aufwachsen und wo sie aufwachsen, also jetzt auf der Weide, bei der Weidegans, ist einfach entscheidend für die Fleischqualität und was dann im Fleisch und speziell im Fett dann drinnen ist. Genau. Und unsere Gans kommt jetzt in den Ofen. Genau, kommt in den Ofen. Wichtig, dass sie mit der Hautseite nach oben liegt und dann einfach in einen gut vorgeheizten Ofen bei 230 Grad für 20 Minuten hinein. Ich habe mir gedacht, wir machen so eine gedämpfte Birne dazu. Während ich das mache, lass uns doch ein bisschen über Sous-Vide reden. Sous-Vide ist ein spezielles Garverfahren, wo die Produkte mit Gewürzen und Kräutern zuerst einmassiert werden. Dann kommt das Ganze in ein starkes Vakuum und wird mit diesem Vakuum in ein Wasserbad gelegt bei Niedrigtemperatur und über sehr, sehr lange Zeit schonend vorgegart. Und wie lange dauert das jetzt bei der Gans zum Beispiel? Bei der Gans dauert es lange, zum Beispiel bis zu einem Tag, je nach Gans und Rezept. Okay. Und du hast mir ja mal gesagt, die Gans ist eigentlich prädestiniert dafür, für dieses Sous-Vide. Ganz genau. Die Gans ist ein ideales Produkt, weil zum einen braucht sie, wenn man sie jetzt herkömmlich zubereitet, relativ lang, 2 bis 4 Stunden, je nachdem. Und hat immer die Gefahr, weil das Fleisch so zart ist, dass sie leicht austrocknet. Siehst du? Und deswegen habe ich noch nie eine Gans selber gemacht, weil ich immer finde, es dauert so lang und ich habe immer Angst, dass es zu trocken wird. Ja, wunderbar. Problem gelöst. Das Ganze schaut schon gut aus. Wenn es jetzt vielleicht noch 20 Minuten nicht durch ist, ein bisschen länger drin lassen oder eventuell auch ein bisschen kürzer, kommt immer auf den Ofen drauf an. Manche sind ein bisschen stärker, ein bisschen schwächer. Und wenn der Ofen zu schwach ist, kann man es auch noch kurz unter Grillfunktion geben, damit okay. Die Haut schön knusprig super. Wird. Super, das schaut perfekt aus, finde ich. Das heißt, wir können jetzt eigentlich anrichten. Also
eins kann man mal auf alle Fälle sagen, nämlich, dass es ganz und gar nicht trocken ausschaut, sondern sehr, sehr saftig. Wenn ihr wissen wollt, wie denn mein Erstversuch mit den Sachen von R&F waren, dann klickt doch einfach auf dieses Video hier. Und wenn ihr mehr wissen wollt über das Thema Fette, sprich, es gibt ja noch mehr solche Geheimnisse an bösen Fetten, die in Wirklichkeit gar nicht so böse sind, dann klickt auf Abonnieren und wir lassen es uns schmecken. Ja.